Wir alle machen manchmal Dummheiten. Dinge, wo wir ganz genau wissen, dass sie falsch sind, aber sie reizen uns einfach. Ich und zwei Freunde von mir liebten es, in alte verlassene Gebäude, sogenannte Lost Places, einzubrechen. Wobei, einbrechen ist hier das falsche Wort. Wir schlugen keine Fenster ein oder brachen Türen auf. Aber immer wenn wir ein leerstehendes Gebäude fanden, sowas wie ein altes Krankenhaus, ein verlassenes Sanatorium oder eine Fabrikanlage, die seit Jahrzehnten unbenutzt war, so suchten wir immer das gesamte Gebäude ab, um irgendwie hineinzukommen. Meistens gab es irgendwo bereits Fenster, die kaputt waren oder Löcher in den Wänden. Irgendwie kam man in fast jedes Gebäude rein. Ich weiß, man darf sowas eigentlich nicht tun, aber dieses Gefühl, durch ein Haus zu gehen, in dem scheinbar die Zeit stehen geblieben ist, in einem Gebäude zu sein, das seit Jahren nicht mehr betreten wurde und das anfängt langsam zu verfallen, ist unfassbar. Wir liebten dieses Gefühl der Unruhe und Angst, wenn man durch die alten Gemäuer wanderte, und so machten wir uns immer auf den Weg, neue Gebäude zu finden, in die wir einbrechen könnten. Und vor einer Woche war es endlich soweit gewesen. Mein Kumpel schrieb mich an, dass er ein altes Vergnügungskomplexgebäude gefunden hatte, so etwas wie ein Indoor-Freizeitpark. Dieser Park war bereits seit Jahren leerstehend und nur knapp 30 Minuten mit dem Auto entfernt. Wir alle waren sofort Feuer und Flamme, uns dieses Gebäude einmal anzusehen. Es klang so cool, ein Ort, wo früher Kinder spielten und Spaß hatten, der nun komplett zerfallen war. Vielleicht lagen dort noch alte Geschenke oder irgendwelche Sachen, die an damals erinnerten. Wir konnten nicht anders als aufgeregt zu sein. Wir machten sofort ab, dass wir am nächsten Tag dorthin aufbrechen würden, und gesagt, getan. Gegen Abend des nächsten Tages fuhren wir los, sodass wir um knapp 21 Uhr da waren. Diese Zeit funktionierte für uns immer am besten. Es war Donnerstag und um diese Uhrzeit sind die meisten Leute nicht mehr draußen unterwegs, aber es ist noch hell genug, um nicht mit Taschenlampen rumlaufen zu müssen. Und dann waren wir da. Von außen machte das Gebäude nicht wirklich viel her. Es war mehr oder weniger einfach nur ein Betonklotz. Alle Schilder, die an frühere Zeiten erinnerten, waren schon längst abgehangen worden. Lediglich ihre Umrisse konnten an der Fassade des Gebäudes immer noch erkannt werden. Wir schlichen einige Zeit um das Haus herum und rüttelten an allen Türen und Fenstern, die wir sahen. Jedes Mal hofften wir, dass eine dieser Türen vergessen worden wäre, dass irgendeine Tür nicht abgeschlossen wäre und sie einfach aufgeht. Aber keine tat es. Alles war fest verriegelt, alles war zu und wir hatten keine Chance reinzukommen. Bei manchen bewegte sich nicht einmal der Türgriff. Doch dann sah ich etwas. Ich sah ein Fenster, welches offen war. Es sah völlig ramponiert aus, vermutlich funktionierte der Schließmechanismus nicht mal mehr bei diesem Fenster und deswegen war es offenstehend. Doch das war auch egal, es war unsere Möglichkeit reinzukommen. Allerdings sind wir keine Neulinge in diesem Gebiet. Wir wussten, dass wenn wir alle reingehen und irgendjemand von außen das mitkriegt, würde diese Person sofort die Polizei alarmieren und wir würden es erst zu spät bemerken. Deswegen gab es immer einen von uns, der draußen stand und Wache hielt. Sollte er sehen, dass jemand draußen entlang geht oder die Polizei kommt, würde er schnell den anderen über eine SMS Bescheid geben, dass sie sich verstecken müssten. So konnten wir schon sehr oft Ärger entgehen. Aber leider war ich diesmal an der Reihe gewesen zu warten. Erst wenn die anderen drinnen schon alles sich angesehen hätten, würden wir tauschen, sodass auch ich hinein dürfte und mir die Sachen ansehen kann und jemand anders draußen stehen bleibt. Aber ich tat, was ich tun musste und stand draußen und hielt Wache. Ich war die ganze Zeit in der Nähe des Fensters und hielt Ausschau, ob jemand vorbeikam. Es war wirklich langweilig gewesen, keine Frage. Und die Minuten, in denen ich wartete, vergingen so unfassbar langsam, während ich mir vorstellte, was für tolle Sachen die Leute drinnen sehen können. Doch irgendwann, während ich draußen so wartete, wurde mir unwohl bei der Sache. Normalerweise schickten wir der Person, die draußen stand, immer Bilder von all den coolen und gruseligen Dingen, die wir drinnen fanden. Doch ich bekam nichts. Ich bekam keine einzige Nachricht. Alles war komplett ruhig gewesen. Und die Zeit verging weiter. Nach 20 Minuten, in denen ich nichts gehört hatte, wurde mir mulmig. Ich schickte Nachrichten und fragte nach, was denn nun los ist und wo sie bleiben. Doch keine Antwort. Es herrschte eine absolute Funkstille. Ich wartete noch weitere 10 Minuten und entschied mich dann erst nachzusehen. Vorsichtig verließ ich meinen Posten und ging in das Gebäude hinein.
Drinnen war es nicht besonders. Alles war staubig, es standen Tische und Stühle rum, doch die gesamte Inneneinrichtung wurde bereits vor Jahren scheinbar rausgenommen. Mehr oder weniger waren alles einfach nur komplett leere Räume und sonst nichts. Doch eben hier war das Problem. Ich hatte mir ziemlich schnell alle Räume angesehen, die es in diesem Haus gab. Meine Freunde waren nirgendwo gewesen. Ich suchte alles ab, rief leise ihre Namen, doch bekam keine Antwort. Wenn sie irgendwo gewesen wären, hätte ich sie sofort sehen müssen. Es gab nicht wirklich irgendwelche Positionen oder Orte, wo sie sich hätten verstecken können. Es war fast so, als wären sie verschwunden. Als wären sie wie vom Erdboden verschluckt worden. Ich bekam in diesem Moment wirklich Panik. Hatten sie das Haus verlassen, ohne mir was zu sagen, oder wollten sie mich gerade einfach nur verarschen? Viele Gedanken kreisten in meinem Kopf und ich holte sofort mein Handy raus und rief meinen Kumpel an. Ich hoffte, dass er einfach rangehen würde und die ganze Sache aufklärt, doch bevor er dies überhaupt hätte tun können, hörte ich bereits seinen mir bekannten Klingelton. Ich hörte, dass dieser Klingelton von einem der anderen Räume kam. Ich ging vorsichtig und langsam den Geräuschen hinterher und wunderte mich, wieso mein Freund nicht abhob, wenn ich ihn klar hören konnte. Und dann sah ich sein Handy. Sein Handy lag klingelnd und vibrierend unter einem alten Tisch. Doch von meinem Freund war keine Spur gewesen. Alles war absolut leer in diesem Raum, bis auf den Tisch und das Handy. Ich legte auf und näherte mich seinem Handy. Ich hatte in diesem Moment so viele Fragen und stellte mich schon darauf ein, die ganze Nacht nach meinen Freunden suchen zu müssen. Doch als ich dann sein Klapphandy aufhob und öffnete, gefror mir das Blut in den Adern. Seine Kamera war geöffnet und ich sah das letzte Foto, was er mit diesem Handy gemacht hatte. Zu sehen war eine offene Tür. Eine Tür mit der Aufschrift »Der Smile Room«. Das Schlimme war aber das, was man dem geöffneten Türrahmen sehen konnte. Der Kamera entgegen lächelte ein übermenschlich großes Grinsen. Es füllte den gesamten Türrahmen aus. Überall waren große weiße Zähne zu sehen, die aus dunklem, roten, blutig aussehenden Zahnfleisch hervorkamen. Es war fast so, als hätte dieser Smile Room, dieser lächelnde Raum, ein eigenes Gebiss gehabt. Es war ein Anblick, der mir die Haare zu Berge stehen ließ, und ich spürte, dass dieser Raum irgendetwas mit dem Verschwinden meiner Freunde zu tun haben musste. Ich wusste nicht, was ich tun sollte, doch ich merkte, dass ich dieses Haus verlassen musste, so schnell ich konnte. Ich klappte das Handy wieder zu und rannte raus. Ich rannte so schnell, wie ich jemals gerannt bin, und war dann beim Fenster angekommen, durch das ich auch hineinkam. Ich sprang hinaus und sofort, als ich draußen war, rief ich die Polizei an. Irgendetwas lebte in diesem Haus. Und was auch immer es hat meine Freunde. Die Geschichte, die ihr eben gerade gehört habt, ist eine urbane Legende aus dem Internet. Eine Legende, die in den letzten Wochen immer und immer wieder online geteilt wird. Ob nun auf den unterschiedlichsten Forenseiten wie Reddit und 4chan, wo die Leute nachfragen, was hier dahinter steckt, aber auch auf Mystery-Seiten oder Creepypasta-Seiten, wird diese Geschichte immer und immer weitergetragen. Einfach, weil Leute sich gerade die Frage stellen, was ist dort passiert? Irgendetwas Schreckliches scheint ja vorgefallen zu sein. Die Geschichte, die ihr gehört habt, stammt angeblich aus dem Jahr 2006. Genauer gesagt vom 27. Juli 2006, als eine Gruppe von drei Jugendlichen durch die kanadische Stadt Oshawa ging und dabei ein Gebäude fanden. Es war ein Indoor-Jahrmarkt, wenn man es so nennen will, einfach eine Spielarena, wo sie alles Mögliche hatten. Man hatte die unterschiedlichsten Spielmöglichkeiten und zwei der drei Freunde waren aufgeregt und wollten es sich ansehen, nur um dann scheinbar Opfer zu werden von einer seltsamen Gestalt. Denn wie ihr gehört habt, fand man ein Handy. Ein Handy, auf dem ein Bild drauf war, und zwar ein seltsamer, riesiger Mund. Dieser riesige Mund war in einem Raum drinne, der betitelt war als der Smile Room, das heißt der lächelnde Raum oder der Raum der Lächler oder Gelächter. Und in diesem Raum war scheinbar dieses verstörende, riesige Lächeln, dieses gigantische Gebiss drin gewesen. Und es war wahrscheinlich das Letzte, was die Gruppe Jugendlicher in diesem Gebäude überhaupt gesehen hatte.
Es heißt, dass kurz nachdem dieses Gesicht aufgetaucht war, kurz nachdem der dritte dieser Gruppe dieses Bild gefunden hatte, wurde sofort die Polizei alarmiert. Der Junge hatte sich Sorgen gemacht um seine Freunde, die mittlerweile verschwunden war, weil er auch in dem gesamten Gebäude sie nicht ausfindig machen konnte. Als die Polizei da war, fragten sie natürlich den Jungen, was er wüsste, und er zeigte ihnen das Bild auf dem Handy von dem seltsamen großen Gebiss, und die Polizei machte sich sofort auf die Suche nach den vermissten Jugendlichen und guckten sich das gesamte verlassene Gebäude an, nur um dabei eine Sache zu bemerken. Nicht nur haben sie keinen der beiden Jugendlichen überhaupt ausfindig machen können, sie fanden auch nicht dieses riesige Gebiss. Vielmehr sogar noch, sie fanden nicht mal diese seltsame Tür, wo drüber Smile Room stand. Es war so, als wären all diese Sachen niemals da gewesen. Sie konnten überhaupt keine Spur ausfindig machen, und das ist seit heute so geblieben. Laut dieser urbanen Legende soll bis heute keiner dieser Kinder, keiner dieser Jugendlichen jemals wieder aufgetaucht sein, die beide an diesem verhängnisvollen Tag in dem Gebäude verschwanden. Die Frage ist nun, was ist das für ein großes Gebiss und gibt es diese Kreatur tatsächlich? Hier muss man natürlich eine Sache ganz klar zu Beginn sagen. Wir können ziemlich genau davon ausgehen, dass solche Kreaturen nicht existieren. Wenn man derzeit nach dieser Geschichte auf den Online-Foren nachguckt, kann es häufig so wirken, als wäre das eine echte Legende, ein echtes Mysterium. Doch hier muss man erstmal ganz entspannt sein. Ich habe genauestens nachgeguckt und es gibt keinen Vorfall, wo zwei Jugendliche am 27. Juli 2006 in Oshawa verschwunden sind. Dieser ganze Vorfall hat niemals stattgefunden. Und auch dieses Bild ist nicht echt. Es ist letztendlich nur eine Kreation von einem Horror-Kreaturenmacher. Ein Typ, der sich damit beschäftigt, immer wieder die unterschiedlichen Kunstprojekte zu starten, wo er solche Horror-Kreaturen erschafft. Und diese Person heißt Trevor Henderson. Und Trevor Henderson ist nicht zum ersten Mal jetzt auf diesem Kanal vertreten, denn er ist auch gleichzeitig der Macher vom Siren Head. Von dieser seltsamen großen Gestalt, die als Kopf einfach nur zwei große Lautsprecher, zwei große Sirenen hat, die man aus der Ferne hört. Er ist die Person, die auch dieses seltsame Smile Room Monster hergestellt hatte. Doch wir wollen uns einmal angucken, was ist dieses Smile Room Monster jetzt wirklich? Zunächst, man könnte erstmal davon ausgehen, dass es ein Raum ist, in dem eben dieses seltsame Monster steckt. Ein Raum, in dem diese großen Zähne sind, und es ist letztendlich ein Raum, der in diesem Fall das Monster ist. Doch das scheint nicht der Fall zu sein. Denn Trevor Henderson hat noch zwei weitere Bilder hergestellt, beziehungsweise zwei weitere Bilder gezeichnet, in dem dieses Monster zu sehen ist. Einmal sehen wir erneut diese seltsam großen Zähne, nur diesmal sind sie in einem Treppenaufgang. Das bedeutet, das Monster ist nicht an diesen Smile Room gebunden, er hat diesen Smile Room scheinbar einfach nur erschaffen, weil er in die Umgebung passte, beziehungsweise weil er hoffte, damit vielleicht die beiden Jugendlichen anlocken zu können. Doch wir können sogar noch weitergehen, denn scheinbar ist dieses Monster mit den großen Zähnen nicht einfach nur ein gigantisches Wesen, das immer einen Raum ausfüllt, sondern es kann auch seine Form komplett verändern. Denn des Weiteren hat Trevor Henderson ein weiteres Bild von dieser Kreatur gemalt, und zwar wie sie scheinbar humanoid ist. Er hat ein Bild von einer menschlichen Gestalt gemalt, mit Kopf, Arm, Bein. Nur bei dieser Gestalt sieht man, dass der gesamte Oberkörper bis zum Kopf hin mit Zähnen bedeckt ist. Diese Kreatur kann sich also scheinbar bewegen und sie kann auch wachsen. Sie ist jedoch scheinbar in einer menschlichen Form grundsätzlich gefangen. Das bedeutet, eine grundsätzliche Form hier auszumachen ist erstmal nicht möglich. Sie kann letztendlich aussehen, wie sie möchte. Und das sind bisher alle Infos, die wir haben. Es gibt Theorien im Internet, wie sie ihre Opfer tötet. Angeblich soll sie nicht einfach die Menschen fressen und zerfleischen, sondern hinter ihren Zähnen soll sich eine Art Void befinden, eine Leere, in die man hineingesogen wird und aus der man nie wieder herauskommt. Sprich, man steckt dann für immer in diesem Monster drinne. Doch mehr kann ich euch leider zurzeit nicht über diese Kreatur sagen.
Viele von euch hatten mich angeschrieben, dass ich doch einmal über dieses seltsame Wesen, dieses Monster reden soll, weil sie das Thema so interessant fanden. Und ich hoffe, dass ich euch hiermit diesen Gefallen erfüllen konnte und euch etwas Licht dahinter geworfen habe. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Es war mal was anderes. Es war genauso wie das Siren Head Monster keine echte Kreatur, aber man hat sich mal irgendein gruseliges Wesen des Internets angeguckt. Wenn es euch gefallen hat und ihr mehr solche Monster hören wollt, dann schreibt das gerne in die Kommentare und wir sehen uns beim nächsten, was auch immer ich mache. Bis dann aber, tschüss.